Auf geht's zum letzten Teil der UNESCO-Tour in Hiroshima und der liegt ein bisschen außerhalb. Weil während Bahnhof, Schukeien, Burg, der Friedensgedenkpark und auch das Atombombendenkmal alle in der Stadt drin sind, geht es jetzt nach Miyajima und dafür müssen wir zu einer kleinen Insel fahren, die wirklich ein bisschen abseits liegt. Deswegen beginnt die Reise jetzt hier bei Miyajima Gucci. Das ist so ein kleiner Fährenhafen und damit wir die Fähre nie verpassen, würde ich meinen, beeilen wir uns mal und machen sofort los. Tickets für die Fahrt kannst du direkt hier am Hafen aus dem Automaten ziehen. Das kostet 180 Yen pro Richtung für einen Erwachsenen. Kinder zahlen die Hälfte. Das heißt, wenn du auch wieder zurückkommen willst, musst du mit 360 Yen hier rechnen. Allerdings musst du nicht zwangsläufig so ein Ticket holen. Du kannst doch einfach so eine EC-Karte hier aufladen. Die nutzt du sonst auch hier in der ganz normalen Straßenbahn und sonst wo. Und dann betrittst du einfach so die Fähre, ohne dass du hier irgendwas machst. Und wenn du die dann wieder auf Miyajima verlässt, hältst du die Karte dort an den Scanner und das war's. Beim Rückweg genauso, Karte dort am Hafen auf Miyajima auf den Scanner halten, Fähre betreten und fertig. Und ja, dauert nicht mehr lange, die Fähre kommt gleich, also machen wir uns mal auf zum Pier. Oh, genau zur richtigen Zeit angekommen. Fähre kommt gerade an. Geheimtipp auf der Fähre. Du kannst dich hier auf die rechte Seite setzen, dann hast du den besten Ausblick auf Miyajima. Obwohl Miyajima mittlerweile ein bisschen irreführend ist. Die Insel heißt nämlich eigentlich Itsukushima und Miyajima ist die Stadt, die da drauf war. War, weil die Stadt gehört mittlerweile zu Hatsukaichi. Und dann kann ich dir hier noch was zeigen. Auf dem Meer siehst du dann überall solche Holzplattformen und da wirst du dich bestimmt fragen, was zum Geier ist das? Das sind Muschelformen. Dort sammeln sich dann die Muscheln an, dann werden die abgeerntet und landen wahrscheinlich im nächsten Restaurant. Jetzt kannst du hier noch kurz ein bisschen die Fahrt genießen. Wir kommen nämlich gleich an, die Fahrt dauert bloß so 10-15 Minuten etwa. Und auf Miyajima angekommen, einem der drei ansehnlichsten Orte in ganz Japan, zumindest nach Aussage des Philosophen Hayashi Gaho, der das im Jahr 1643 gesagt hat. Vor dem Hafen hast du auch direkt eine kleine Auswahl. Wenn du hier nach links lang gehst, dann kommst du zu einem wundervollen Strand, dem Tsutsuligaula. Wenn du hingegen nach rechts lang gehst, dann findest du das berühmte Tori und auch den dazugehörigen Schrein. Und wegen dem bist du ja hier, also nach rechts. In dieser Gegend hier, gerade vor dem Hafengebäude, hast du normalerweise auch so einige Rehe, die hier rumlaufen, aber aktuell sehe ich hier weit und breit kein einziges. Die machen wahrscheinlich schon Feierabend. Was ich dir jetzt aber erstmal zeigen will, bevor wir zu dem Schrein gehen, das ist eine ganz kleine Besonderheit auf der Insel, die zeigt dir wahrscheinlich nie jeder Führer. Und dafür gehen wir jetzt hier diese kleine Treppe hoch. Ich präsentiere dir die beeindruckende Festung Miyao. Wie sieht nie nach viel aus? Bloß 2-3 Gebäude? Das macht aber überhaupt nichts, weil diese Festung hier war ein wichtiger Bestandteil einer List des Kriegsherrn Morimoto Nari, seines Zeichens Anführer des Mori-Clans während der Sengoku-Zeit. Der konnte sich hier seinen Ruf als großer Stratege erarbeiten. Und das hat er mit einer List gemacht, die ich mal nachgespielt habe, ohne dabei Kosten und Mühen bei den Requisiten zu scheuen. Oh, ich habe hier diese Festung gebaut, auf diesem Berg, auf Miyajima. Ach, aber das Ding ist so richtig schlecht verteidigt. Wenn das jemand angreift, ich würde diese Burg hier sofort wieder verlieren. Also habt ihr es gehört, Leute? Bitte nicht angreifen! Ihr würdet die Festung hier sofort einnehmen. Oh, was? Oh Gott, die kommen wirklich, die kommen wirklich. Oh Mann, warte mal. Ja, ey, die sind voll drauf reingefallen, die kommen hier an. Ja, ich weiß auch nicht, warum das funktioniert hat, aber deren Festung auf dem Hauptland ist jetzt frei. Na, du kannst dort einfallen, das ist überhaupt kein Problem, die jetzt einzunehmen. Jo, Mann, geht klar, ich sehe dich später an, feiern wir hier ein bisschen ab.
Oh Mann, nee, dass das geklappt hat. Und darauf folgte die große Schlacht von Miyajima im Jahre 1555. Die hatte bloß ein klitzekleines Problem. Die gesamte Insel hier zählt als Shinto-Schrein. Das bedeutet, dass hier Geburten und auch Tote verboten sind. Also, wenn du hierher kommst, stell sicher, dass du hier nicht stirbst, das ist illegal. Tja, für Molimotonali bedeutete das, nach der Schlacht musste man so einige Purifizierungsrituale durchführen. Da wurde zum Teil der blutgetränkte Boden komplett abgetragen, um die Insel wieder zu bereinigen. Aber das war die große Schlacht, wegen der Molimotonali heutzutage als großer und exzellenter Stratege zählt. Jetzt auch ein kleiner Tipp: Wenn du nach Hiroshima kommst und ein paar Pluspunkte bei den Einwohnern sammeln willst, dann beschäftige dich vorher ein bisschen mit der Geschichte von dem Moli-Clan, weil wenn du darüber Bescheid weißt, dann freuen die sich wirklich. Und wir machen jetzt weiter zum Schrein. Auf deinem Weg zu Schrein und Tori kommst du vorher aber noch an dieser Shoppingstraße hier vorbei. Und hier findest du wirklich alles, was du dir bloß irgendwie erdenken kannst. Okay, also du bist jetzt irgendwie auf der Suche nach Elektronik. Was ich damit meine ist, du hast eine ganze Menge Restaurants. Da findest du wirklich alle möglichen typisch japanischen Gerichte, kannst hier sehr gut essen gehen. Und außerdem findest du hier eine ganze Menge Souvenirs, falls du irgendwie noch ein Andenken an deine Reise nach Miyajima suchst. Und hier ist es, das weltberühmte. Mach bitte ganz kurz deine Augen zu. Ja, okay, danke. So, hier ist es, das weltberühmte Toli. Das wurde bereits im Jahr 1168 errichtet, obwohl man da etwas genauer sein muss, weil das aktuelle Toli in dieser Form steht erst seit 1875. Hier kannst du auch wirklich unten bis an diese Pfeiler rangehen, allerdings bloß, wenn Ebbe ist, wie jetzt gerade. Und da siehst du vielleicht auch gerade unten jemanden langlaufen. Wenn Flut ist, kommst du natürlich etwas schwerer ran. Allerdings wirkt das Toli dann noch viel, viel imposanter, weil es dann halt so aussieht, als würde es auf dem Wasser schweben durch diese Reflexion. Hier hast du direkt einen ersten Blick auf den Schrein. Hier wird gerade auch ein traditionell japanischer Tanz aufgeführt. Aber solche Events hast du ja wirklich mal öfter. Manchmal kannst du ja sogar Hochzeiten beobachten. So, hier geht's jetzt rein in den Schrein auf Itsukushima und das bedeutet auch Perspektivwechsel. Weil das kannst du dir auch gleich aufschreiben, wenn du den mal in echt besuchen willst. Du darfst dort drin Fotos und Videos machen, allerdings bloß mit dem Handy. Eine richtige Kamera darfst du nie mit reinnehmen. Frag mich nicht, welchen Sinn das hat, ist aber so. Und die sehen es halt auch nicht gerne, wenn ich jetzt anfange, dort meinen Tripod aufzustellen. Deshalb heißt es jetzt auf in die Ich-Perspektive und wir gehen rein. So, das ist ja der große Itsukushima-Schrein, eines der Weltkulturerben laut UNESCO. Der Schrein hier besteht aus zwei Hauptgebäuden, einmal dem Honsha-Schrein sowie dem Sesshamalodojinja, aber es gibt auch noch 17 weitere unterschiedliche Gebäude hier, die zu diesem Schrein gehören. Es ist nicht bekannt, wann genau dieser Schrein gebaut wurde. Allerdings geht man davon aus, dass er im Jahr 593 von Saiki Kuramoto während der Suiko-Periode errichtet wurde. Aber natürlich passiert im Laufe der Zeit eine ganze Menge und das Schreingebäude, so wie du das heute vorfindest, wird zu großen Teilen Taira no Kiyomori zugeschrieben. Der war seines Zeichens ein Kriegsherr und auch Gouverneur der Aki-Provinz im Jahre 1168. Die Haupthalle des Schreins, sozusagen der heiligste Ort des gesamten Gebäudes wiederum, wird Molimotonali zugeschrieben. Du erinnerst dich, das ist der große Stratege, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Weil der hat das im Jahr 1571 wieder neu aufgebaut. Der Itsukushima-Schrein selbst ist den drei Töchtern von Susanoo no Mikoto gewidmet. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verhaspel. Ishikishima Hime no Mikoto, Takoli Hime no Mikoto und Tagitsuhime no Mikoto. Die kennt man in Japan auch als Sanjōshin oder übersetzt die drei Göttinnen. Kiyomori, also der diesen Schrein hier ursprünglich erbaut hatte, ging davon aus, dass es sich bei diesen Göttinnen um die Manifestation von Kannon handelt und deswegen versteht man diese Insel auch als Heimat von Bodhisattva.
Und wenn der Name Canon jetzt irgendwie bekannt vorkommt und du vielleicht an Kameras denkst, dann kann ich dich bestätigen, weil ja, von hier hat die Firma wirklich ihren Namen genommen. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr große Anstrengungen, den Schrein genau so zu erhalten, wie er im 12. Jahrhundert existierte. Und dafür wird er auch regelmäßig renoviert, wie du vorhin vielleicht schon gesehen hast. Ich hätte ihn dir natürlich gerne ohne Gerüst gezeigt, aber dafür muss ich wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal herkommen, weil diese Arbeiten, die können ein ganzes Weilchen dauern. Der bekannteste Teil des Schreins ist natürlich das im Wasser stehende Toli. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Das ist ja prinzipiell ein Aushängeschild von Japan. Das gute Stück ist ein bisschen größer als 15 Meter. Und wenn hier gerade Ebbe ist, dann kannst du wirklich bis unten an diese Holzpfeiler rangehen. Während Flut hingegen sieht das so ein bisschen aus, als würde dieses Toli im Wasser schweben. Und da hat es auch seinen Namen bekommen, das schwebende Toli. Und da ist sie auch schon vorbei, die große UNESCO-Tour quer durch Hiroshima. Auf Itsukushima selbst kannst du auch noch eine ganze Menge weitere Orte besuchen. Ich kann dir zum Beispiel bloß mal empfehlen, auf den Berg hier hoch zu wandern, also wirklich zu wandern. Es gibt zwar eine Seilbahn, die kostet 1800 Yen oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber diese Wanderung, die dauert in etwa 2 bis 3 Stunden in eine Richtung, ist schon was ganz Besonderes. Ansonsten findest du hier jetzt noch an der Seite eingeblendet weitere Videos, wo ich dir noch mehr von Hiroshima zeige und aus ganz Japan. Vergiss außerdem nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren, weil dann bekommst du noch eine ganze Menge weiterer solcher Videos und lernst richtig viel über die Kultur, die Gesellschaft und auch die Traditionen von Japan. Und wenn du mich unterstützen willst, werde auf jeden Fall Kanalmember, dann bekommst du nämlich noch einige Vorteile hier. Du wirst nicht bloß in den Kommentaren hervorgehoben dank einer Member-Badge. Du bekommst auch Zugriff auf weitere Videos, wo ich so ein paar Outtakes und so weiter hochlade. Und ich bedanke mich damit wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.